Seid mal nicht geschockt, Mann, ich schlag Tauben mit einem Stock. Kommt mir besser nicht zu nahe, Mann, sonst. Hat der gerade ernsthaft gemeint, er will Tauben mit einem Stock schlagen oder was? Ja, echt, oder so ein Hurensohn. Was geht bei dem denn ab? Das geht zu weit, Mann. Das geht zu weit! Lass mal die Tiere aus dem Spiel! Ich wünschte, ich wäre taub, wenn ich mal deinen Scheiß so anhören muss. Ja, da gibt's in Dwarfen eigentlich keinen Rapper, der keine Tiere schlägt. Ich hab noch nie Tiere geschlagen. Ja, versuch's ja du mal. Ja, hey, gute Idee, für die Tauben. Für die Tauben, Mann. Ich schau mich in Dorfen um und stell fest, ich bin enttäuscht. Gute Rapper gibt's hier nicht, nur mich, der Rest sind alle Toys. Ich muss schon sagen, Dorfner Rap ist nicht wirklich prickelnd. Ihr denkt, rappen wäre, wenn man etwas in ein Tortilla wickelt. Ich find es schade, ehrlich, denn eure Texte fade mehr nicht. Und deshalb ist es unentbehrlich, dass ich euch zeig, wie's richtig geht. Euer Gehabe nervt mich, denn eure Intelligenz ist spärlich. Und euer fehlendes Talent macht's ähnlich. Ich finde es schlimm, dass ihr selbst nicht seht. Okay, ruhig jetzt. Ich will nur, dass ihr alle wisst, dass das, was Burg oder Böhner und Co. machen, einfach scheiße ist. Peinlicher Mist. Und wenn du mal einen Tag triffst, stellst du dich gleich vor deinen Spiegel und redest dir selbst ein, wie geil du bist. Weit verfehlt, Geilheit definiert sich anders doch. Dass du dich damit nicht auskennst, hör ich jedes Mal, wenn du den Mund aufmachst. Du nutzt dir aus die Kaufkraft und du hast schnell erkannt. Für einen Döner kriegst du auch das abgefuckteste Album an den Mann. Ich hab's mir lange angehört, doch jetzt reicht es. Ich hab schon lange das Gefühl, Dorfen braucht mal was Heites. Ich schreib es und spring rein in dein Handyvideo. 20 Pixel klauen dir dein 15 Euro Mikrofon. Euer Haufen von späten Pubertäten hat verkackt. Jetzt wird es langsam Zeit zurückzutreten, das ist Fakt. Und eure Formalitäten gehen mir auf den Sack. Ja, da könnt ihr so lange beten, wie ihr wollt, ich hab es satt. Ich klatsch euch meinen Schwanz in die Fresse. Im Handstand, da hab ich wohl meinen Anstand vergessen. Ich bin von einer Sache krankhaft besessen. Von euch zu verlangen, dass ihr anschafft stattdessen. Denn recht viel weiter wirst du es eben nicht bringen. Zumindest werde ich das nicht mehr erleben bestimmt. Ich glaub, mehr als eine Puffkarriere ist da für dich nicht drin. Aber jeder braucht im Leben einen Sinn. Und jetzt sagt mir, wer ist DLC? Geht mir aus dem Weg, für eine friedliche Lösung ist es zu spät. Und der Rückenwind weht euren Geruch zu meinem Blutton. Ich spuck ein paar Reime, er spritzt Blut. Und ihr seid also DLC. Geht mir aus dem Weg, für eine friedliche Lösung ist es zu spät. Und der Rückenwind weht mich immer weiter. Ich bin der Wegbereiter für Dorfner Rap, wie ihr seht. Ich hab versucht mich zu narkotisieren, aber wie viel Bier muss ich denn trinken, damit das passiert? Angeschmiert, find ich echt gemein von euch. Wenn ihr schon eure Mucke laufen lasst, dann gebt mir wenigstens das geile Zeug. Und einer von euch hat sogar eine Freundin, herzlichen Glückwunsch, davon musstest du dein Leben lange träumen. Doch sie versinkt im Erdboden dank deiner Blamage. Macht sie ein Aufradieschen und lebt fortan unter Tage. Hat sich das Warten gelohnt? Ach ja, und wusstest du schon, gegen noch so einen von deiner Art hilft ein Kondom. Ich will nur auf Nummer sicher gehen, so einen wie dich will ich nicht nochmal auf der Bühne sehen. Ich hoffe, du kannst das verstehen. Morgo ist krass, zündet sich im Video ne Kippe an. Mama hat's nicht mitbekommen, ist er nochmal gut gegangen. Er steuert gut im Brand, auf die Bühne gibt sich Mühe. Doch im Endeffekt hört es sich wieder an wie Pumpgesang. Ich hoffe, ich kann jetzt endlich was erreichen. Seht es sein, lasst es sein, ihr könnt mir nicht das Wasser reichen. Ich schnipp's die Zyankali-Kapsel in dein Bier. Damit wär der erste von euch liquidiert. Und jetzt sagt mir, wer ist DLC? Geht mir aus dem Weg, für ne friedliche Lösung ist es zu spät. Und der Rückenwind weht euren Geruch zu meinem Blutton. Ich spuck ein paar Reime, er spritzt Blutton. Ihr seid also DLC. Geht mir aus dem Weg, für ne friedliche Lösung ist es zu spät. Und der Rückenwind weht mich immer weiter. Ich bin der Wegbereiter für Dorfner Rap, wie ihr seht. Und ja, ihr habt euch wundgeschunden, doch ich hab trotzdem einen Grund gefunden, euch zu verdrängen, und hab's gleich noch mit meinem Mund verbunden. Und was ihr jetzt zu hören bekommt, das ist das Resultat. Man sollte die Klappe halten, wenn man nicht zu sagen hat. Ihr seid ne Krankheit, ein Pickel auf der Stirn des Raps. Das hier ist kein Angriff, nein, das ist ein Notwehr. Ich schieße übers Ziel hinaus, kann schon sein. Aber zu euch fällt mir halt nur gewaltvolles sein. Ihr habt mich wirklich etwas in Schock versetzt. Ihr habt jetzt bisschen Hip-Hop-Luft geschnuppert. Doch bitte verpisst euch jetzt. Und was ist die Moral von der Geschichte? Keine Ahnung. Tauben schlägt man nicht. Ja, Mann. Merkt ihr das ein für alle Mal? Keine Gewalt an Tauben. Und lass mich gar nicht von mir mit dem Stock erwischen. Sonst werde ich dich mal mit dem Stock erwischen.